einen wunderschönen guten Abend an alle, die gerade hier zuschauen. Und ich hoffe, dass meine Klimaanlage jetzt nicht gerade zu laut ist im Hintergrund. Aber ich muss das Ding hier einschalten, sonst geht das nicht. Hallo, wink mal. Huhu, huhu, hallo, hallo. Muss mal ein bisschen hier wegpusten. Moment, muss die sich bewegen? Da. Einmal ganz kurz. So, mit alles. Ein Herzchen, ja, damit kann ich auch. Damit kann ich leben. Heute gucke ich mir mal ein bisschen an, was auf YouTube-Pausen abgeht. War ja 3 Wochen im Prinzip, was YouTube angeht, total auf Entzug. Klar habe ich mitgekriegt, was abgeht, aber in seitens nur Halo. Das heißt, was YouTube-Welt zu bieten hat, habe ich mir eigentlich generell gar nicht angeguckt, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, kann das Gelbe schön da liegen bleiben, hängen. Ich mach mal weiter mit YouTube. Ja, YouTube macht auch jetzt mir wieder einen Heidenspaß. Muss mal gucken, wie die Haare wieder ein bisschen... Ah, scheiß drauf. Bei mir gibt es ein bisschen Veränderung in my life. Das kann ich euch aber jetzt noch nicht sagen, aber es gibt große Veränderungen. Daher freue ich mich so richtig. Ich freue mich so richtig drauf, muss ich ja ganz an der Stelle sagen. Die Veränderung, von der du gesprochen hast, nein. Das ist auch eine Veränderung, aber die bleibt bei mir, bis ich das okay habe, es zu erzählen. Außer jetzt nur wirklich die engsten Freunde, würde ich jetzt sagen. Und Isabella, auch wenn wir uns live nie gesehen haben, würde ich dich schon als Freund bezeichnen. Übermorgen beginnt die Schule. Oh, meine nicht. Die ist bei mir schon längst durch. Ja, komm, sei mal froh. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was heißt sei mal froh? Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, auf Corona-Basis Schule zu haben. Aber in meiner... Also ich vermisse die Schule, bin ich ganz ehrlich. Es gibt so, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Auf einer Seite liebe ich, dass ich die Schule nicht mehr habe, weil ich ja jetzt vollwertig natürlich arbeite seit Jahren, ja. 17, 18 bin, arbeite ich ungefähr, ja 18, doch, das muss 18 gewesen sein, habe ich neben der Schule angefangen zu arbeiten. Ausbildung bin ich ein bisschen spät reingekommen, weil ich habe da noch, Schule weitergemacht und so. Und ja, aber seit 17 arbeite ich eigentlich. So, und es ist irgendwie cool, unabhängig zu sein. Du hast Kohle, einfach, muss man dazu sagen. Also jetzt im Blick eines 18-Jährigen, 19-Jährigen damals. Du hast Kohle, hast noch beim besten Fall bei Eltern gewohnt, in meinem Fall bei meiner Mutter, oder meine Mutter und ich haben zusammen gewohnt. Und das war neben der Schule einfach gutes verdientes Geld. Ich habe immer sonntags gearbeitet damals. Ja, man kann es kaum glauben, aber ich habe 2 Jahre lang sonntags gearbeitet. In einem Krankenhaus von, jetzt muss ich lügen, wie die Uhrzeiten waren, 6 Uhr bis Ende offen. Und Ende offen ist das jetzt nur, weil man hat immer, also ich muss es so vorstellen, im Krankenhaus wird das Essen geliefert von einer externen Firma. Und ich habe dann solche Essenswagen dann in die Stationen nur gebracht. So war mein Arbeitsablauf. Das heißt, morgens, als ich angefangen habe, so um ungefähr 20 nach 6 waren die meistens da. Ich bin extra früher gekommen. Zwar war das jetzt unbezahlt, aber ich bin früher gekommen. Hab dann... Nee, das war bezahlt. Was lüge ich denn da, wenn es noch früher gewesen wäre unbezahlt? Also ich glaube, 5.30 Uhr war ich da. Hab dann geschmeidig die Essenswagen eingesammelt, ohne Stress. Dann kamen die Jungs schon mit dem Essenswagen. haben das dann abgeladen. Ich habe das dann für mich sortiert, in die Stationen morgens früh gebracht. Und dann muss ich ehrlich sagen, hatte ich von, naja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie schnell ich damals war, aber von 7 bis 11, glaube ich, war das, oder 10:30, 11, hatte ich erstmal nichts zu tun. Ich musste warten, bis die Essenswagen fertig sind. Und dann habe ich angefangen, meine Runden zu machen, und dann habe ich dann die Essenswagen mitgenommen. Dann kam schon Mittagessenwagen. Und dann, wenn ich das verteilt habe, habe ich dann Wäsche eingesammelt. Das heißt, ich bin zu jeder Station gegangen, hatte so einen kleinen Wäschewagen, so einen großen. Da passen, je nachdem, wie viele Säcke da rein, habe ich dann, muss ich manchmal zweimal oder dreimal zu derselben Station laufen. Habe das halt im ganzen Krankenhaus gemacht. Und wenn ich damit fertig war, habe ich dann die Essenswagen für Mittag eingesammelt. Dann kam schon Abendessen, so 3 Uhr. Und wenn ich das alles verteilt habe, gegen 4 war ich durch. Und das war immer nur sonntags. Und dafür habe ich, jetzt müsst ihr euch mal jetzt festhalten, ich habe sonntags gearbeitet. Dafür gab es Sonntagszuschläge noch oben
auf dem Pott drauf, ja. Das heißt, nur für einmal sonntags arbeiten im Monat, also ich bin viermal im Monat oder je nachdem auch fünfmal im Monat arbeiten gegangen, habe ich circa 500 Euro, wenn nicht sogar 500,50 Euro verdient. Ja, je nachdem. Wenn dann noch ein Feiertag dazwischen ist und ich bin dann 6 Tage oder sagen wir mal 5 Tage oder sagen wir mal ein Monat hat 5 Tage und ist vielleicht ein Feiertag dazwischen, dann sind es 6 Tage, 6 Sonntage im Prinzip, aber der Feiertag zählt ja als Sonntag. Dann gab es noch Feiertagszuschlag und noch Sonntagszuschlag im Prinzip, wurde es dann so gezählt. Wenn am besten noch im Falle, wenn der Feiertag am Sonntag war, habe ich Sonntagszuschlag plus Feiertagszuschlag. Ja, holla die Waldfee. Mein Höchstes war, dass ich mit 1.100 Euro mal rausgegangen bin. Und das stellt ihr euch mal vor, wie ich geguckt habe, als ich 1.100 Euro hatte. Weil ich dann noch dazu noch Urlaubsgeld bekommen habe. Und ich war nur sonntags arbeiten. Ich hab Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommen. Und das für sonntags. Und manche haben in der Woche 3 Tage gekloppt. Jede Woche, was weiß ich. Oder die haben, was weiß ich, 2 Tage, 3 Tage in der Woche arbeiten müssen und haben die gleiche Kohle rausbekommen. So, wir können ja mal irgendwas gucken. Hier, wird gefeiert. Wird gerade zelebriert, dass ich meine Statistik von dem letzten Video übertroffen habe. Wird hier zelebriert, wenn du es geknackt hast, dann... Ich habe ja seit 3 Wochen keine Videos gemacht. Der ein oder andere mag es vielleicht aufgefallen sein. Und dachte mir, jetzt gucken wir uns mal live an, was sich so getan hat. Und gestern hatte ich wieder so Spaß mit Vodafone übrigens. Gestern, ich habe ja nicht gestreamt, gar nichts. Wollte aber Video hochladen. Und als ich das genau machen wollte, wollte das Internet nicht. Nur mal so by the way. Ansonsten hat sich hier nicht viel getan. Wie gesagt, ich finde das jetzt nur, diesen Sprung finde ich jetzt sehr nice. Muss ich echt dazu sagen. Muss mal gucken, was da noch für Kommentare gibt. Weil die Kommentare hier sind ja manchmal hier unbeantwortete Kommentare. Manchmal denke ich, das ist nicht so unbeantwortet, aber alles klar. Müsste ich mal in Ruhe angucken. Ich habe hier echt angeblich so viele. Ja, doch, doch, manche sind echt unbeantwortet von mir. Da ist ja mies, hier ist von Silva, Warrock. Ja, ein paar dabei. Sind jetzt aber nicht so die Klopper. Was sind denn hier wahrscheinliche Spams? Oh. Nice Video. Maybe we could help each other and subscribe to each other other channels. Nein. Ist üblich, oder? Dass man so eine Free Dating Girls bekommt, wenn man eine Reaction Video macht, oder? Ist üblich zu Halo. Kann man auch zusagen. Ich finde immer wieder schön, wenn ich solche Sachen sehe. Normal, oder? Ja, normal. Wie kriegst du am besten Frauen rum, indem du Reactions machst zu Halo? Da kriegst du jede. Hier, kriegst ja schon eine Dating-Girl-Seite. Hier, ne? Kriegst du jede. Ich finde das so geil. So, mit YouTube wachsen. Ja, geht das noch? Oh gut. Haben wir jetzt nicht mehr so viel. Ist doch schön. Pass auf, jetzt kommt wieder mein toller Trailer, den ich mir nicht reinziehen möchte. So.